Ja, so wieder bei Mega Man 5 in der Mega Man Legacy Collection. Beim letzten Mal haben wir rausgefunden, dass Protoman gar nicht der Böse ist. Oh mein Gott, wer hätte das erwartet? Und sind nun in der Wily Stage 2, glaube ich. Ups. Okay. Ja, okay, hat es gut getroffen. Ja, doch. Es war gut gesprungen. Nur Leben. Okay. Laufen wir mal so ein bisschen durch. Dumm-di-dumm. Na, komme ich bis da hinten hin? Ich habe mit normalen Sprung nicht bis da hinten hinkomme. Ich benutze den Rush-Jet an der Stelle. Ich sollte nämlich kurz ausprobieren, ob ich mit normalen Sprung da dran... Oh, das war nice getroffen. Ob ich mit normalen Sprung da dran komme. Aber tue ich offensichtlich nicht. Deswegen Rush-Jet. Dann lass ich mich einfach gegen die Wand fahren. Bong. Ich sehe Wasser. Döp, döp, döp. Kann ich einfach nicht. Ja. So viel zu dem Energietank, ne? Meinte er ja noch im letzten Part. Hey, wir haben einen Energietank benutzt. Ich krieg den wahrscheinlich eh einfach wieder. Na? Dann halt nicht. Oh Gott, oh Gott. Ja, verdammt. Schwimm doch nicht einfach davon, kleiner Mithul. Verdammt. Wobei, das war gar nicht mal so schlecht eigentlich. Oh Gott, Kleiner, tu das nicht. Wow, ziemlich schön durchgelaufen einfach. Und wieder voller Energie. Geil. So, ist hier sicher ein Checkpoint oder so. Ach, das sind die Spalte mich in 1000 Teile auf Mithuls. Wie ich einige davon einfach nicht treffe. Aber hey. Sieht. Das war knapp. Sieht immer noch gut aus, wollte ich sagen. Ja. Oh, gerade noch bekommen. Wenn ich da schon einen Schlag aufs Maul bekomme. Nope. Hab ich auch schon von oben gesehen. Da kommt doch sicher noch eine Ratte. Nicht? Na gut, dann halt nicht. So. Nee. Natürlich kommt da noch eine Ratte. Weil er sieht eher so wie eine Maus als wie eine Ratte. Hatte ich auch gerade noch eine? Oh, danke. Ich sehe schon warum. Nein! Mein Nemesis. Seit dem letzten Part. Ja, mein Nemesis, eindeutig. Moment, das machen wir nochmal. Was? Schon so viel Energie verloren? Aber hey, wenigstens ist es da, wo ich meinte, auch der Checkpoint. Ein Leben noch, okay. Ja, die können auch gerne mal ein Leben droppen, wenn die wollen. Ich glaube, die wollen nicht. Ach ja, Moment. Ich dachte irgendwie, es geht hier noch schon nach... Ja, geil. Uff. Gut, dass ich die Energie nicht brauche. Sonst hätte mich vielleicht ein kleines bisschen geärgert. So, ich laufe jetzt hier einfach mal durch. Da war wirklich noch eine Maus. Die hat sich... vorher despawned. Ah ja. Die hätte ich fast vergessen. Und mein Chicken Friend hier auch. So. Dann machen wir das so. Ich gehe da hin. Schieß auf den einmal. Schieß auf den zweimal. Und gehe wieder runter. Und hol meinen Power Stone raus. Perfekt. Wie? Soll das mit dem Jet hier gemacht werden? Und von hier aus hochfliege. Tja. Oh ja, hier einfach durch. Ich bin weg. No thanks. Okay, nächster Boss. Wir haben auch weiterhin neuen Energietanks und den Megatank. Was bist du? Soll wahrscheinlich in dich reinschießen da.
Okay. War so ein bisschen hin und her. Und plötzlich war ich tot. Egal, wir haben noch ein Leben und wir werden auch wieder Energietanks nutzen. Ich muss nur aufpassen, dass ich meine Energietanks wirklich benutze, sonst wäre das ziemlich doof. So. Na? Eine Güte hat er mir schon viel abgezogen. Okay, einen Schlag noch, dann nutze ich ihn. Und Energietank. Ja, hat mich getroffen. Weil ich von der Plattform noch hochgeschleudert wurde? Ne, das Timing ist gerade ziemlich scheiße. Oh, das war gut getroffen. Vielleicht werden wir noch einen zweiten brauchen. Ist die... Ist das nach einem festen Muster, wo die runterfallen? Eventuell. Immer so ein bisschen von links nach rechts. Na, Mitte... Oder er verfolgt mich wirklich damit, oder wir schaffen es auch einfach. Puh. Die hauen echt rein, dafür, dass ich die alle Buster-Uni versuche. Also ich suche gar nicht erst nach den Schwächen von denen, ich versuche die wirklich einfach so mit dem Buster zu besiegen. Es geht wahrscheinlich einmal ganz nah bis nach oben und dann wieder nach unten jetzt für das nächste Level. Oder auch nicht, ich habe nichts gesagt. Und da kriegen wir unseren Energiedank direkt wieder zurück. Wie? Überaus großzügig das Spiel hier mit Energietanks um sich schmeißt. Na? Die Great Eight? Ja. Sieht nach Great Eight aus. Gut. Wir haben 0 Leben. Gucken wir uns einfach erstmal alle an. Ach ja, unser Gravity Man. Was ist deine Schwäche? Weil er hat mir doch nichts, ne? Star Crash? Ja. Ja, Star Crash sieht ganz gut aus. Sollte nur nicht, wenn ich in den Reihen fliegen. Und nicht meine Schüsse, seine Schüsse kaputt machen lassen. Okay. Gegen Gravity helfen Sterne. Gut zu wissen. Auch wenn er normal schon fast einfach habe, aber gut. Waveman, was hatte ich für dich benutzt? Du warst gleich mit dem Charge Kick, ne? Ich bin schon wieder gesprungen, anstatt zu kicken. Das war nicht so geil. Ich probiere erstmal jeden einmal aus und guck mir mal die Schwächen von allen an. Oh, hi. Ich kann's vergessen. Und dann probieren wir die erst richtig aus. Wobei, ich weiß, dass es der Charge Kick ist jetzt. Aber so ein paar Schläge kann ich wohl echt nicht verhindern. Okay. Was haben wir hier? Stone. Vielleicht Wasser? Nein, kein Wasser. Napalm? Ja, Napalm sieht gut aus. Wenn ich mal treffen würde. Okay, Steine sprengen wir einfach mit Napalm weg. Besser immer im Sprung. Das macht mehr Schaden. Oder es trifft besser. Okay. Ja. Was haben wir hier? Starman. Crystal? Wobei, nee, Crystal hatten wir schon. Also weiß ich, dass wir das vorher anders hatten. Jedi Wave Attack? Weil den habe ich auch so. Oh ja, stimmt. Das ist ja dein... War das die? Doch, ich glaube, das ist die Schwäche, ne? Weil ich sagen muss, mit normalen... Na, wobei...
Mit normalen Angriffen war ja schon fast einfacher. Vor allem, weil ich ihn halt nur auf dem Boden damit treffen kann. Genau wie halt mit Chargeman und dem Power Stone. Ach, ich kann sein Schild damit wegmachen. Mit dem Wasser. Das ist gut zu wissen. Und tschüss. Okay, vielleicht ist die Waffe ja doch ganz gut, wenn ich sein Schild wegmachen kann. So, Gyroman. Du hattest Gravity, und zwar wenn ich Gravity voll habe, bist du damit tot. Jo. So, was haben wir jetzt noch nicht? Power Stone haben wir noch nicht gehabt. Den Star Crash. Weil? Ne, Moment, wir haben... Ah ja, Star for Gravity. Wir haben ihn hier noch gar nicht gemacht in dieser Runde. Also Power Stone noch. Gyro Attack und Crystal Eye. Gehen wir jetzt mal hier rein. Ne, du hast mir Crystal gegeben. Power Stone ist für Charge. Das heißt, du müsstest Gyro haben, ne? Weil ich habe ihn, glaube ich, auch einfach so besiegt. Ja. Warum ein Kristall gerade eine Schwäche gegen Propeller hat, weiß ich jetzt nicht. Aber hey, wir wollen es mal nicht hinterfragen. Können wir noch ein Gyro auf einmal schießen. Okay. Das heißt, wen haben wir ein Kristall benutzt? Ach, für Napalm, natürlich. Da war was. Au. Ich einfach nichts machen kann. Geh mal bitte weg. Geh mal bitte weg. Wenigstens sind sie so fair und springen dann auch weg. So. Aber schön, dass wir gerade irgendwie doch alle besiegen, wo ich eigentlich nur ausprobieren wollte. Ich probiere das nochmal mit dem Power Stone bei Charge Man. Vielleicht funktioniert das. Naja, suboptimal. Das ist eine ziemlich dumme Schwäche. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich nutze auch den Energietank jetzt dafür. Wir sind jetzt schon so gut hier durchgekommen. Dann möchte ich das jetzt auch alles direkt auf Anhieb schaffen. Der Stoff mich? Ja. Hab mir schon fast gedacht. Na. Dash. Und Angriff. Wobei, ist es doch gar nicht mal so doof. Er macht das jetzt. Dasht. Und ich kann ihn reinhauen. Das geht eigentlich ganz gut. Und Dash. Und tot. Perfekt. Dann hat das echt gut funktioniert. Mit allen Schwächen rauszufinden. So, ich aktiviere jetzt den Schild auch immer nur dann, wenn er gerade an mir in meiner Nähe ist und in mich reinfliegt. Na, verdammt. Na, immerhin größtenteils besiegt. Nein! Ich hab... Das ist genau das, was mir nie hätte passieren sollen. Ich hab einmal ein bisschen zu weit gedrückt und jetzt einen Energietank dafür verschwendet. Na komm, ein Treffer noch. Einen Treffer nicht reinbekomme, ne? Und stattdessen ich selber drei Treffer da bekomme. Alter! Meine Güte. Das war schon fast ein bisschen schlecht. Ih, Stacheln, da wollen mir nicht gefallen. Was tust du? Ah. Okay. Einfach hier stehen und dann zur Seite ausweichen. Oder nicht. Je nachdem, wo er runterkommt. Links, rechts, links, rechts. Das ist echt knapp teilweise. Aber bisher geht's. Ah, okay, da. Oh,
Gott. Das ist echt immer sehr knapp. Aber meistens ist er immer so Richtung Mitte. Ich frage mich, ob er mich auch instant killt, wenn er und einmal mich quetscht. Und weg ist er. Das war leicht. Easy. No problem. So. Hätten wir das auch geschafft. Die Great Eight waren irgendwie... Weiß nicht. Leichter als erwartet? Die Frage, wie lange ist die Stage noch bis zu ihm? Lohnt sich da noch ein neuer Part? Oder packen wir das alles in diesen Part? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Den darf ich gleich nochmal besiegen, weil ich viel zu weit aus dem Screen gegangen bin. Ja. Ich gehe einfach durch. Das lohnt sich einfach. Autsch. Und plötzlich war ich tot. Okay, zwei aufgeladene Schüsse braucht er. So, was ist jetzt hier unten? Hallo? Noch einer von den Viechern? Natürlich noch einer. Einfach durch. Gucken wir uns den doch mal an, was er macht. Oder so ein Wily Cannon. Ich habe ihm, glaube ich, Schaden gemacht. Ich darf immer alles komplett... Oh, wow. Okay, wenn ich einmal getroffen werde, einfach durch. Bringt ja nichts. Einfach durch. Versuchen ohne Schaden, wenn nicht, dann einfach durch. Eigentlich wollte ich... Hell? Achso, der saugt mich an. Bei dem Angriff. Wie, das hat mich getötet. Ich dachte, ich hätte noch ein bisschen mehr Energie. Wie, was? Na gut, dann halt nicht. Warum auch immer das ihn jetzt nicht umgehauen hat. Wo war mein voll aufgeladener Beam hin? Natürlich nicht. Nee, ich geh einfach. Weißt du was? Töte mich doch einfach, du dummes Vieh. Ich brauche allein schon einen ganzen Energietank, um bis hierhin hinzukommen. Na komm. Wir sind beim Endboss, da können wir auch mal ein paar Energietanks verwenden. Und uns am besten nicht ständig treffen lassen. Au. So. Zeig mir deine wahre Form. So, was machst du? Aha. Okay. Das war ein bisschen assig, mein Lieber. Sobald ich getroffen werde, lauf einfach durch. Bringt ja sonst nichts. Ich glaube, ich versuche gar nicht erst gegen dich zu kämpfen, sondern springe einfach direkt durch. Wow, da springe ich schon selber in die Schüsse rein. Muss man da noch ein bisschen Mühe geben. Wow. Okay, ich sollte aber echt nicht schießen und springen. Das ist echt gemeingefährlich. Ne. Und wenn schon, dann richtig.
Also ich muss echt sagen, das nervigste Feature in diesem Spiel ist echt, wenn du getroffen wirst, dass dein Charge-Beam weg ist. Das ist echt eklig. So, wo erscheinst du? Da oben krieg ich dich nicht. Erscheinst du? Oben kriege ich nicht. Also wenn er nicht zufällig direkt in mir erscheint und mir so diese Kugeln ins Gesicht haut, geht's bisher noch. Ich habe das Gefühl, ich treffe ihn von hier unten aus nicht. Okay. Probieren wir den Power Stone aus. Überhaupt getroffen oder ging es einfach nur daneben? Okay, es prallt ab. Kann ich wieder Gravity vielleicht auf den Boden der Tatsachen zurückholen? Nein. Charge brauche ich gar nicht erst versuchen. Prallt das Crystal hier? Nein, es geht einfach ins Leere. Das heißt, damit treffe ich auch nur geradeaus. Napalm. Was? Warum? Ich hatte doch noch Hälfte Energie. Oh mein Gott, ich habe es mal durchgeschafft, ohne zu sterben zu nehmen. Wo kommt der ganze Schaden plötzlich her? So. Probieren wir es nochmal. Ach, verdammt. Das wird jedenfalls viel zu viel treffen. Moment! Ich muss echt ein bisschen mehr auf meine Energie achten. Hör auf mich zu treffen! Wow! Das war wieder richtig schlecht. Geht die Gyro-Attack auch nach oben? Oh, die geht auch nach oben. Schnell abschießen? Nein. Das macht zumindest Schaden. Okay, Energietank. Habe ich überhaupt irgendetwas, was ihm groß Schaden machen kann? Ein Star Crash? Ja. Der blockt zumindest die Kugel da ab. Aber da komme ich auch nicht dran. Ne, die kann ich damit nicht abblocken. Das könnte ein bisschen dauern, dieser Kampf. Okay, scheiß auf Star Crash. Okay, ich kann mir sogar aussuchen, wann die hochgehen soll. Das trifft wenigstens. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja, ich glaube, wir werden es jetzt ganz langsam mit der Gyro-Attack machen. Ich sehe gerade, also ich könnte natürlich abschießen, wenn er quasi auf meiner Höhe ist. Mit einem normalen Charge-Beam, aber ist er ja selten. Wir sehen ja, wo er ständig steht. Und da jetzt darauf warten, bis ich endlich mal einen Charge-Beam voll habe. Da hätte es zum Beispiel funktioniert. Ach, danke. Danke, dass du so nah an mir dran diese Attacke ausführst. Wow. Wow. Danke, Wily. Du bist das größte Arschloch hier. Na, wieder direkt vor mir? Na, über mir. Ist auch nicht besser. Ich glaube, Gyro hätte auch perfekt ausgereicht, wenn ich es nicht vorher schon irgendwo verbraucht hätte. Die Kugel macht aber auch einen Schaden.
Sagst du, da muss ich dann doch wieder ein bisschen mit normalen Schuss. Aber ich glaube, ich keine Waffe gegen den, oder? Alles ausprobiert, was ich so habe. Aber nicht sehen, wo er als nächstes spawnt, ne? Wenigstens treffe ich ihn immer noch so ganz knapp. Nein! Wenigstens treffe ich ihn darüber so ganz knapp, ne? Mhm. Okay, wenn er ganz weit oben in der Ecke ist, treffe ich ihn nicht. Verdammt. Ich dachte, vielleicht bin ich hier noch sicher ganz in der Ecke. Bin schon weg. So, einmal können wir noch. Okay. Bringt ja auch nichts. Bomber bringt auch noch was, wenn ich nah an ihm dran bin. Ja. Und die Wave kann ich eh nur auf den Boden schießen, von daher hoffen wir einfach mal, dass es irgendwann mal relativ weit unten ist, damit ich ihn damit treffen kann. Ja, hoffen wir, dass er irgendwann mal relativ weit unten ist. Wo ist er? In der ganz obersten Ecke. Oder direkt über mir. Na, immer noch nicht. Meine Güte, dieser ganze Bibelgeist-Anzug einfach leuchtet. RNG ist mir echt gerade nicht so sehr gesonnen, ne? Mit dem Gyros ist er so oft unten gewesen, aber jetzt, wo ich mal nur meinen geradeaus schießenden Beam habe, der so, naja, bleibt wieder oben. Und wieder oben ist er an der gleichen Stelle sogar vor allem nochmal. Oh, falscher Knopf. Stell jetzt bitte im Menü. Oh. Komm, benutzen wir unseren Megatank. Der füllt doch eigentlich alles auf, oder? Ja. So, gib mir die Gyro-Attack. Der wollte mich. Ich hab's genau gesehen. Mach jetzt einfach mit der Gyro-Attack fertig. Wo hab ich diesen Megatank eigentlich her? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Irgendwo mal gefunden, in irgendeinem Level. So, zwei Schüsse noch. Meine Güte. Protomans Falle. Haben wir's? Oder kommt noch was? Lauf nur. Da ist Dr. Light. Yay. Und er jagt alles in die Luft. Go, Protoman. Rette uns. Aber wieder mal ist Dr. Wily entkommen. Und Protoman da unten rechts in der Ecke auch. Und damit haben wir es geschafft. Meine Güte. Der... Also die 8, die waren eigentlich ziemlich angenehm und die ganzen Wily-Robots auch, aber... Der selbst am Ende, das war echt so eine kleine Ausdauerprüfung. Ist einfach nur gezogen. Meine Güte. Aber ich muss sagen, prinzipiell wieder mal ein sehr schönes Mega Man, aber die Sache, wie gesagt, dass man, wenn man getroffen wird, seinen Charge komplett wieder verliert, finde ich ziemlich nervig. Also, ja. Da gab es schönere Sachen schon. Aber gut. Der 5. ist geschafft. Damit fehlt nur noch ein einziger Teil. Ich überlege halt immer noch, ob ich auch hier und da ein paar Herausforderungen machen soll, einfach so zwischendurch. Ja, ja gut, zwischendurch bleibt nicht mehr viel als... vor Mega Man 6 oder am Ende vielleicht nochmal. Oder überhaupt zeige. Ich muss mal die einfach nochmal durchgucken, für mich selbst, was da so alles mit drin ist. Wie viele das insgesamt sind, ob man die vielleicht in ein, zwei Parts mal so reindrücken kann.
Mal schauen, ob oder ob nicht. Wir sind mit dem fertig. Mal gucken, was sie dem 6. dann noch alles machen. Was da vielleicht noch an Erneuerung dazukommt oder was da nochmal für Robots sind. Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte schon von 5 fast keine Erinnerungen. So ziemlich gar keine. Also hier und da vielleicht so eine Stelle, wo ich mir dachte, Moment, das kennst du doch irgendwo, das hast du doch irgendwo mal gesehen, aber ja, mehr auch nicht. Naja. Dann schauen wir uns dann 6 an beim nächsten Mal. Ich glaube, es eigentlich immer halbwegs gut gepasst. Immer so eine Woche lang ein Projekt. Also einen von den Megamans. Die gehen echt nicht so lange. Also wenn man bedenkt, eine Woche bei einem Part, also 7 Parts zu einem Dreh. 15 bis 20 Minuten. Also als Kind, wenn man es halbwegs drauf hatte, saß man da vielleicht so 2-3 Stunden dran. Da hat man das Spiel auch durchgehabt, aber NES-Spiele sind halt eben nicht so lang, ne? Wenn man jetzt von Zelda mal absieht, aber alle anderen würde ich jetzt nicht sagen, dass sie so lang sind. Die meisten NES-Spiele spielt es dann mal immer in einem Stück durch und fertig. Aber macht ja trotzdem Spaß. Dann kann man dann halt auch mal wieder spielen, wenn es immer nur so ein bisschen dauert. Und sich mal schwerer machen. Oder versuchen, so schnell wie möglich geht, da durchzuspielen. Ach, Beat. Was hätte ich noch nicht gemacht in dem einen Level? Wahrscheinlich geht der Bildschirm jetzt auch nicht mehr weg, ne? Nee. Na, okay. Dann. Nee, zurück zum Spiel. Beenden. Ja. Damit ist Mega Man 5 geschafft. Sieht man sogar noch die ganzen. Sieht bei 6 aus. Ob ich da vielleicht irgendwas. Tomahawk Man? Auf jeden Fall ist Rush da wieder zurück. Oh ja, Rush haben wir auch jetzt gehabt. Aber Rush ist auf dem Bildschirm eigentlich mit drauf. Das ist halt, wie es sich so getan hat, ne? Man sieht, Mega Man hat sich auch immer so ein kleines bisschen verändert mit. Ich guck mal kurz mal in die Herausforderung mit rein. Das haben wir ja. Haben wir das gemacht? 1 Remix. Mega Man 1 Remix 2. Mega Man 2 Remix. Robot Rush. Wily Machine. Das sind ja echt eine ganze Menge. Nee, sind wir da doch. Costa Ketchup. Meine Güte, das hört ja gar nicht mehr auf. Wie viel sind das denn bitte? Dr. Wily auf ehrlich. All Robot Rush. Holy. Keine Geg. Okay. All Robot Rush, keine Gegenstände. Ist gut. Ich sehe schon, das sind 50 Herausforderungen. Ich würde sagen, die lassen wir dann doch. Das heißt, wir machen beim nächsten Mal nur noch Mega Man 6 und sind fertig hier mit der Mega Man Legacy Collection. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.